Hallo, heute ist Mittwoch, der 18. September 2013. Wir befinden uns an der B189 in Lüderitz und wollen mal einen Antennenmast besuchen, der hier vor einigen Monaten plötzlich errichtet wurde. Ja, hier ist der Radweg an der B189 Steyersruh, so ein kleiner Rastplatz. Hat jemand ein paar Bahnschienen liegen lassen, Schmalspurbahn vermutlich. So, da geht's lang. Mal gucken, ob ich den Antennenmast finde. Da hinten ist er, da müssen wir hin. Hinter dem Hochspannungsmast. Oh, wir sind jetzt an dem Mast. So, ich gehe jetzt hier mal über den Acker rüber zu den Abspannungsseilen. So, hier ist ein Abspannungsseil verankert. Es ist immer noch nicht ersichtlich, wofür der Mast hier steht. Ja, es ist nicht zu erkennen, was das für eine Anlage sein soll. Der Mast selber ist nicht abgesperrt. Das wäre was für die Rufer. Roofing. Die Russen machen noch sowas gerne. BBB Umwelttechnik GmbH. Also irgendeine Messstation vermutlich. Hat irgendwas mit Windmessungen zu tun. Erstmal gewesen sein. Da kann man die kleinen Windräder erkennen.